Ja, und hallo und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem Livestream. Und ich erfische natürlich gerade wieder eine schöne Glasflasche. Wie geht's euch? Bei mir ist heute immerhin einigermaßen mit dem Ohr. Deswegen dann doch mal wieder ein bisschen streamen. Und ich habe ein lustiges Indie-Game gefunden. Ihr dürft sogar mitmachen. Also Backseat Gaming ist heute definitiv erlaubt. Und ich habe gesagt, wir gucken einfach mal für Stündchen oder zwei rein und dann switchen wir auf das N64 und machen dann da weiter. Oh je, Schnurre sieht arg explodiert aus. Ja, dann ist das halt so. Hey Hobby, hey Cludo und Hobby, vielen Dank fürs Horsten. Dann legen wir los mit der Henry Stickmin Collection. Das ist betitelt bei Steam unter witzig, Entscheidungsfreiheit, Multiple Endings 2D. Ihr dürft gerne mitmachen. Ich werde euch vorher immer schön fragen, von wegen welches Ende benutzen wir. Und ich sag mal, wer dann am schnellsten dann sich meldet, der kriegt dann den Zuschlag. Audio-Lautstärke müsstet ihr mir am Anfang helfen. Da weiß ich nämlich nicht, wie das aussieht. Let's go! Wuhu! Quiek! Ganz vergessen, die Chatbox einzurichten ordentlich. Naja, macht nichts. Dann muss man mir halt einfach glauben, wenn das jemand auf YouTube guckt. Und hallo Andi auf YouTube. So, passt das von der Lautstärke oder ist das Spiel zu laut? Ich tippe mal schon, wenn ich hier so die Ausschläge sehe. Oh, passt das von der Lautstärke oder ist das immer noch zu heavy laut? Alles klar. So besser? Hey Arne, grüß dich! Oh, wir probieren das jetzt einfach mal ein Stück zu leise. Wir probieren es jetzt einfach mal, wenn nicht, könnt ihr ja nochmal entsprechend Bescheid sagen. So, Breaking the Bank. Deswegen setzt es eigentlich mehr zum Zugucken als Spiel, aber ich dachte mir mit der Community zusammen, ist das bestimmt lustig. So, wir haben jetzt hier fünf Sachen, die wir auswählen können. Ich hätte halt gesagt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und sonst halt immer von links nach rechts. Dann haut mal die Zahlen rein, was wir benutzen und dann machen wir jetzt einfach, wer zuerst kommt, mal zuerst und dann hauen wir das rein. Die 6. Eh? How did we lose one? I think we should throw it in the back. Just to be safe. You ever wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Ja, das war sogar das richtige Ende direkt. Die Bios hier kann man dann auf die Charaktere klicken und kriegt dann nochmal ein bisschen was dazu erklärt. Ach ja, ich habe noch was zu essen bestellt, weil ich wollte eigentlich schon vorher das haben, dann kam noch kurz Besuch vorbei und ja. Tja, Arne, wärst du schnell genug gewesen? Dann wäre es der Wrecking Ball gewesen. Ja, wie gesagt, kann man hier die Charaktere durchklicken und ja. Next, Escaping the Prison. Oh, you. Oh, you're free to go. Damn it. Not really, but you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What?
Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't lose my job. Ihr seht Profis. So, was nehmen wir Schönes? Ja, so viel Gelaber ist es ja zum Glück nicht, Hobby. Und Problem ist halt, wenn die reden, kann ich es halt auch schlecht on the fly benutzen. Die 4. Rocket Launcher. Das war wohl nichts. Next. Okay, alles dead. Den Drill. Ein Schuss in den Ofen. Okay, eins oder zwei. Dass das nichts wird. Ich kann ja versichern, manche Sachen, die logisch sind, die funktionieren hier auch nicht. Opacitator, keine Ahnung, was das ist. Du siehst nichts. Augen auf, Hoppy. Augen auf hilft. Hast du wieder deine Augenbinde im Gesicht? Mag ich es alle, werde ich definitiv auch noch streamen. Dank Arne endlich eine scumfähige Version gefunden. Die 2. Gerade am Stream ein bisschen rumgeöckelt. Fail. Try dodging the bullets. Nope. Ah, okay. Oben oder unten. Ich wusste nicht, dass hier ein Quicktime-Event kommt. Mama, oben oder unten. Ja, ich hatte gerade am Stream noch was rumgestellt. Deswegen hatte ich es nicht gesehen. Außerdem sollt ihr ja entscheiden. Oben? Platsch! Keine Angst, ich höre den Knastzahnarzt. Ich hörte, der Knastzahnarzt ist super. Klatschtür wahrscheinlich, ja? Lol. Dude, du hast keine Waffe. Oh je. Oh je. Oh je. Was? Was? Easy. Rang Barbecue, okay. Stealing the diamond. Klauen wir den Diamanten. As the mayor, I hereby declare
The Tunisian Archaeological Exhibit? Open! Yes, thank you. Yes. Ka-ching! Bust in oder sneak in? Eins oder zwei? Eins, zwei. Nein, die Cam war nie weg und der Ton war nie aus. Ich habe nur kurz Nase geputzt. Das wollte er nicht sehen, das wollte er nicht hören. Bumm. Warum glaube ich, dass das nach hinten losgeht? Ich mach mal die Mitte. We got a breach headed towards the medieval section. Roger that. We're preparing to engage. Over. That's a... Morgenstern! Stop hanging around. Okay. Klatsch. Oh, praktisch. After that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. Schneide ich jetzt einmal die Welt durch oder sowas mit dem Diamanten da hinten dran? Crap. Dammit. Oh, ich muss halt, dass es Quicktime-Events haben, damit kann ich mich nur blamieren. No, Johnny! Officer down! Bubble? Help. Sir, place your hands where I can see them. If you do not comply, I will be forced to... Hey, Quicktime Events entscheide ich jetzt einfach mal. Falsche Mucke, aber... Okay, das erste konnte ich jetzt nicht lesen, was das heißen sollte. Well, was well. Look, you finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, okay. Breaking yourself out of prison, even stealing the Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Yo, Anna, hau rein. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how do you want me to bring you in? Top hat. Also WASD rumgedreht. WASD.
Cannon? Was für eine Cannon? Grappling Gun? Oder, nee, Cannonball. Okay. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, oh, yes. Let me have a look. Shepper. Go, I'll hold him off. Come on, then. Laser Chair oder Thruster? Was? Map? Okay. Na? Everyone listen up. We've got a security alert. Keep a lookout for a guy in a big plastic ball. No, no, I'm serious. Spikes. Nope. Hast du Defensivmodus ausgesucht? Gute Idee. Boost! Gotta go fast! Oh, by the way, there's a ramp, not a door. Whoa. Now activate the doors. Okay, den haben wir schon. Was? Okay, du bist mental nicht genug vorbereitet für alternative Universen. Gong. Ich habe schon den schnellsten Modus drin, das ist leider so. Deswegen würde der cooler if you turn to Rhino. Klonk, klonk, klonk. Beans. Wow. Oh, okay. Was nehmen wir? 1, 2 oder 3? Oh, die Techno-Hose ist natürlich geil. Was? Ach. Ach, das sind die Ranks. Du hast die Hosenträger nicht angelegt, hast vergessen. Rocket Jump oder Metal Band? Eins oder zwei? Die Metal Band. Wunk. Und da kommt mein Futter. Fail. Bender Harry. Gandalf. Dann Rocket Jump. Und Mahlzeit. No, get away. Now I've got you. Oh. Eins oder zwei? Zwei. The right hand headman. Eins, zwei, drei oder vier. Psy. Can you try Psy Flash?
Das war's wohl nicht. Oder? Eins, zwei oder vier. Das fand ich ja so schön bei Reventure, wo die Helden dann deine Chat-Helden waren. Ja, Socker, da lunst du aus deinem Karton raus, gell? Thunfisch, nom nom. Nope. Eins oder zwei. Ah. Beschweck den Jung. Massive Shockwave. Auch nicht. Probieren wir es mal mit Gurz. Multiple Bottle Rocket. You won! Nice. Wir kriegen sogar XP. Oh my goodness. Eins, zwei oder drei. Zwei. Die Jetboot Produktionsnotizen, finde leichtes Material, um daraus die Jetboots zu machen. Okay, eins oder drei. Beef up, Resultate in 8 Sekunden. Zwei, drei oder vier. Tommy sieht ja auch mal geil aus. Panzer. Frei nach dem A-Team. Als United. Grüße Yukio. Fliegende Komplex. Ah, hello Henry.
Welcome to the wall. Some of the most cunning. Ja, fühlt sich eh an wie ein Flash-Spiel, aber ich find's mega lustig. You're going to be. Jo, Aldous, viel Erfolg. Grigori, take him. You wait here until cell found. Boost up, charge tackle. Wait for transfer. Play dead. 1, 2, 3 oder 4. Klink, klink. Hoppy sagt 4. Is Grigori. Yeah, you know new one, Henry. He's dead. Yes. Put him with others. Okay. Tja, Hobby, hast du Pech gehabt? Eins, zwei oder drei? Einfach mal 2. Charge Tackle! Puh! Oh no no! Das sieht schon wieder so Quicktime aus. Too fast for you! Acrobatics! Heute ist der Timer! No, exactly how much time you have before a terrible reflexes are revealed. Nice. Plop. Oh, eventually find a cell on your own. What a response. Huh? Okay, habe ich die Akrobatik nicht schnell genug gedrückt? Ah, oh, okay. Lol. Warum ist die Pferd zu klein? Was? Nein! Wow! Schleif. Item! Wo ist er? Sir, I got a message. Ja, der Savate ist hinter der Wand so. Yeah, macht und man nichts sieht. Stickman. Sondern nur auch so den Einschlag. Stickman. Yeah, Henry Stickman has escaped. You still there? Attention. We have an escaped convict. He was last seen heading towards the surface. Don't make me do this myself. Five Nights at Freddy's. Geh mal zum Boxer. Panzer. Advanced Wars, jawohl. He's up here somewhere. We cannot let him get through this gate. Oh, nice art. Eins, zwei oder drei. Ja, die Referenzen hier drin sind halt mega. Bin ich dabei, aber eins, zwei oder drei, Hoppy. Jawohl.
Dieser verrückte Trick macht dich super stark. Gewichtheber hassen diesen Trick. The Wall. Kostüm. Hey, you wanna trade ups? Yours looks so nice. Frosty's escaping. Those guys need to chill. Habe ich gerade wieder irgendwas verpasst? Ja. Ups. Eyes on the road, man! Fail! Wow, what? Yay. I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there, or you return with us back to the complex. What's it going to be, Henry? Airbag saves lives. I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there. You made the right choice. Okay. Er ist gerade gleich erschossen. In den Hippie-Van. Maximum Security, what an honor! I have to say, Henry, I'm impressed. Okay, also das ist der Warpstar. Ich dachte, das wäre eigentlich der, der es am wenigsten ist. Jawohl. Jetzt gerade das Game abgestürzt. Damit. Boo! Ich hoffe mal, jetzt ist der Progress nicht weg. Ich denke mal, das kriegen wir noch zusammen. Was hatten wir gemacht? Charge Tackle. Oh no no. Special Reflexes. Oh, Acrobatic, okay. Warum ist die Pferde? Und dann so Items. Klein? Was? Nein! Wow! Wo ist der? Sir, I got a message. Yes, go ahead. Yeah, it looks like Henry Stickman. Stickman? Yeah, Henry Stickman has escaped. You still there? Attention! We have an escaped convict. He's last seen heading towards the surface. Don't make me do this myself. Oh, das war der Dude. He's up there somewhere. We cannot let him get through this gate. Oh, nice art. Soccer randaliert. Hey, you wanna try that? Ah.
say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall. Was? Das war auch ein Bad Ending? Okay. I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there. Oder der Schinkenhähnchen-Ei. Das klingt komisch. What's it going to be, Henry? Well, that's just too bad. All right, everyone back to work. I will not forget about this. This is coming out of your paycheck, all of you. Oh, einfach abwarten. Boah, die Säcke. Proceed dead. Next! Complete the mission! Kompliziere die Mission oder so ähnlich. Okay, keine Ahnung. So the plan's going through even without the chief? Yes, we have all the goods loaded up on the train. Ugh, I don't want to be on caravan duty. Oh, it's not so bad. You get to sit on the train and hang out. Are we meant to protect all our stolen valuables? All the money? All that? Oh yes, I suppose that's true. We have all of our money in one cart. I suppose that's pretty important to protect. Well, guess we better get going. Ugh. Oi, watch where you're going, Muppet. One day until launch. Ganz unauffällig. Also, 1, 2, 3. Dry, join the caravan. Hi. Hättest du was Follow the Tank Train, Henry? Nope, 1 oder 2. Zwei. Mr. Macbeth, passenger car 3 has been smashed by a tank. We're under attack. He's on the top of the train. Looks like he's headed towards the money car. I'll gun him down. Uh-oh. Okay. No free rides. Hey! Da haben wir doch geklickt, aber oh, Agility hat das letzte Mal auch funktioniert. He got away! We can't follow through the tunnel! Do I have to do everything myself? So you're the one causing all the trouble. I didn't expect to have to use this. Mr. Macbeth attacks. Fight Act Item Mercy. 1, 2, 3 oder 4. Hey Kani, vielen Dank für deinen Lurk mit Liebe, dürfte das gewesen sein.
Wie geht's dir, Chili Con Carne? Was macht die Kunst? Nina will 3 Item. Mirror. Equip the mirror. Mr. Macbeth was defeated. Hat Nina gut hingekriegt. We can't get in. Why don't we go at the back? Oi! Oi! By land, by air, by sea. 1, 2, 3. Manem. Nun, Flatz. Heute ist mal wieder ein Tag, wo es besser ist. Morgen zum Orthopäden. Gucken, ob es vom Rücken herkommt. Oh, this is pretty bad. Das hat mein Kumpel empfohlen, aber vorgestern Nacht war es richtig übel und das Wochenende. Halt relativ wechselhaft, leider. No luck, boss. You can't find it anywhere. Fühlt mir die Arbeit auch langsam grumpy. Aber was will man machen? Kring. Little Nest Egg. Ja, und jetzt? Ah. Okay. Ja. Inside. Okay, is everyone ready? Damn it. Maybe you didn't notice. Hey, Agility hatten wir. Ich sollte aufhören zu überlegen. Jo, dank dir. Warum hat er den Klick nicht genommen? He got away. We can't follow through the tunnel. Do I have to do everything myself? Klong. So you're the one causing all the trouble. I didn't expect to have to use this. Nö. Also, Item hatten wir schon. 1, 2 oder 4. Das andere war Back bei den Items. Back. Bedank dich. Für was bedanken? Fight. Nur 1. Das war wohl's nicht. Dann wohl die 4, sagt der Hobby. He's not taking me seriously. Oh, mercy me. Okay, dann Act. Bribe. Okay. Okay, also Mirror. Ach so. Nee, Mercy, nicht Messi. We can't get in. Why don't we go at the back? Der hat keine. Oi. Oi. Also, bei sea hatten wir 1 oder 2. Bei air oder bei land? Oi. 1. Bei land. Mm.
Was schon fällt, wenn schon gemacht choices, ist das a train wreck. Okay, dann bei air. Was? Niemand wird es haben, okay? Wie schön der Boing. So geil. Aber warum geht's denn hier dann bei C nicht weiter? Huh. This is pretty bad. Schön, wie er da draufsteht. Interessant, dass er den Strom aufwärts schwimmt damit. Okay, das scheint das Ende zu sein. Aber ich sage, dann fangen wir nochmal von vorne an. Und danach wechseln wir auf Mario 64 auf dem Ultra HDMI N64. Oh, die 6 hatten wir vorhin. What do we do now? Zwei richtig Krachbomben. Handle with care. Ich finde es aber schön, dass sie dran gedacht haben, dass die Druckwelle schneller ist als der Schall. Okay. 1, 2, 3, 5. Ne, 2 hatten wir. 1, 3, 4, 5. So rum. Funef, Wrecking Ball. Keine Bauarbeiten für heute beanschlagt, auch nein. 1, 3, 4. Yuki wollte 4. Komplett missachtet. Oh, sorry, Yukio. Nope. Oh, noch Teleporter oder Schaufel? Was haben wir? Das stelle ich mir echt unangenehm vor. Das ist neue Technologie. Die wird irgendwann noch mal besser. Ups. Nice. Alles klar, Disguise ist wohl das Einzige, was tut. Hey, how did we lose one? I think we should throw it in the back, just to be safe. You ever wonder why there's a bank out here? Well, well. It's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Zoo.
Freeze! Don't move! Merp! Escaping. Aber Escaping. Escape S2 müssen wir ja als noch ran, Hobby. You're free to go. Not really. But you've got a package. Ja gut, Paket hatten wir. Was hatten wir? Wir hatten den Rocket Launcher. Und wir hatten den Drill. Der Drill hatte funktioniert, der Rocket Launcher ging nach hinten los. Also 1, 2, 3, 5. 5F. Ruf Mama an. F. White. Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly spotted a bag on the side of the road. Got out and eventually so he's by Phoenix Authority dabei. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So yeah. In order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Womit können wir beweisen, dass wir nicht schuld sind? Die 5. Sicherheitsbeweisbilder nacht in. Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Hit-boo! I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Tja, das war wohl nichts. Guilty! So, Videokassette war es nicht. 1, 2, 3, 4, 6. Die 2, den Moneybag. Take that! Take that! Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! What? The defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Oh, gerade noch was aufschreiben. Yeah!
Lawyered up. Aber schön, dass es nicht nur Dead Ends gibt. Next. Stealing the diamond. As the mayor. Yep, hatten wir schon. Also, da machen wir jetzt Sneak in. Und dann sind wir reingeboostet. Ist ja wieder 1 bis 6. Dead Ends, der arme Vater. Die 4, Shrink Ray. Wenn ich jetzt erwarte, dass die Pistole auf und drauf hält, so. Fail. Man, worms are so much more vicious up close. Okay, 4 war es nicht. Jumble Hoppers, Antigraf-Kappe, Teleporter, Spitzhacke oder der Verflüssiger, der klingt ja mal geil, so. Ein Fantastic Easy to Use, Gadget Gabe. Was glaubtest du, was passiert? Die 3 Teleporter. Boop. Okay, wir scheinen es überlebt zu haben. Alles klar, der Penny, die Betäubungspistole, Falcon Punch oder die Unsichtbarkeitspille. Ich glaube, ich weiß, was ihr wollt. Falcon Punch! Only one man is capable of that punch. Nur einer kann diesen Schlag. Schön. Erstmal zum Penny einkaufen. Look a penny. Wusch. Drop Fire oder Wormhole, jawohl. Ich glaube, er wollte auch das Wormhole, oder? Liegt ein zufriedener Kater im Karton. Wormhole. I'm surprised you weren't able to get down where this amazing portal technique is pretty strange. Blah, 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 blah. Oh, wie geil. Okay. Dann Drop oder Wire. Ich glaube, Wire könnte sogar funktionieren im Gegensatz zu Drop. Hey, Fremdterror, grüß dich. Wie geht's, wie steht's? Was macht die Kunst? Heute darf mitgeraten werden. Wormhole hatten wir gerade. Die 1 oder die 2. Einfach in den Chat hauen. Wer zuerst kommt. Die 2. Ha, alles klar. Lasercutter oder der Hammer? 1 oder 2? Ich glaube, ja, beim Lasercutter reflektet der Diamant irgendwie alles und du fällst ein Scheibchen auseinander. Vor allem, dass der Hammer ihm schon selbst auf den Kopf haut hier. Wir tippen, der Hammer funktioniert, der Lasercutter nicht. Was meint ihr?
Oh yeah, Schlafrhythmus ist was Tolles. Dann sag ich mal, schlaf gut, Kani, und bis demnächst, wenn alles gut geht, machen wir Sonntag Illusion of Time fertig. Jupp, das ist halt das Remastered von Steam, ist aktuell im Angebot. Okay. You get cut, you no bleed. Yo, bis denn, hau rein. Puff! Okay, haben wir schon. SpongeBob Pirat! Kanone, Käse oder die Planke? Seriously? Echt jetzt? Käsische Lösung für alle, so die hatten wir jetzt gerade. Danke. And after that, they just up and arrested him. Oh. Really? Yeah. Snapneck, Diamond, Rifle oder Jump. Diamond ist doch bestimmt geil. 1, 2, 3, 4. Rifle geht doch garantiert nach hinten aus. Die 1. Okay, es wurde nicht gesagt, welchen man das Genick bricht. Band. Tört ihr about the stairs? Okay. 2, 3 oder 4. Zwei. Gong. Dancing Bacula. Vierzig Fails gibt's da. Wow. Infiltrating the Airship. Okay, jetzt konnte ich's lesen. Also schön hier da, ne? Ein Ding passt so. So, letztes Mal hatten wir Cannonball, also jetzt Earpiece, Sticky Hand oder Grapple Gun. Ich nehme jetzt einfach mal die Sticky Hand. Das hat sogar funktioniert. Echt jetzt? Eins oder zwei. Zero Point Energy. Oder Ball and Chain. Eins. Flatsch. Wow, instant win. Yo. You win, good job. A winner is you, fail. Okay.
Okay, also ist hier mehr oder minder beides Fail. Halt, jetzt müssen wir wieder ganz vorne anfangen. Okay, Sticky Hand hatten wir Earpiece oder Grappling Gun? Hola, sag eins. Check, check, this is Charles. Thought I'd give you a heads up. There's a guy down there, a bad guy. So, yeah. Good luck. Eins, zwei, drei, vier. Friedi hat die vier. Oder bin ich eins dahinter? Hey, good job there. Oh, so you should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? Hoopala. All right, gentlemen. We've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? That's kind of thinking. Also, Disguise, Glue oder Transdimensionalizer. Luigi's Mansion Style. Jetzt aber die drei. This is an alternate dimension in the flick of a switch. It's super easy to use and give awesome results. Das Transgerät. Went to the first dimension. Okay, it's just flip the switch up to get back to... Alright. Okay, eins oder zwei. Homer Simpson style. Well, man, you do realize how much solid gold can make. We totally done that. Door's jammed again. Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Huh? Alles klar, Plattform, Gravity Bubble, Tails, oder Charles? Ich wette, ihr tippt Tails, oder? Here comes. Wie das hat funktioniert. Bone Melt, Mind Control, Gatling Gun oder Remote Access. Das klingt interessant. Easy win. Ich hätte nicht gedacht, dass Tails funktioniert. Die drei, Gatling. Alright, get to bring out the big guns. Das war so klar. How he didn't even hit the door. Da halt vier. Alright, hacked into their security system. Should be able to open the door from here. Jawohl! Klatsch! Okay, Bone Melt oder Mind Control. Oh man, I remember this. Think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Fucking kick. Ich glaube, was für Energie das eine Mal reingesteckt. Oh man, I remember this. Think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. You missed. How could you miss? He was 3 feet in front of you. Oh man, I remember this. Think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oh, hello, Mr. Spider. Alright, you got some evidence. Oh, wait, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys, and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Mm-hmm. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Make an animal noise?
Shut off the power. Reto the power. Don't need your help. Also erstmal Animal Noise. Okay. I don't understand what that means. Okay. I don't understand what that means. Also, Strom ausschalten, den Strom zurückleiten oder ich brauche deine Hilfe nicht. Die drei. I'm sorry, I just thought you needed some help, is all. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Oder meinst du das hier mit 3? Also 1, 2, 3. Na gut, machen wir das. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just don't... Erstmal in der Dunkelkammer geröstet. Flashbang, Schlafgas, Bananenbombe, oder die Force Gun. 3. Oh oh. Ich kann sagen, da fliegt bestimmt der komplette Dünn. Oh, Banana. Fliegt bestimmt der Flieger in die Luft. Force Gun. Also auch das, wo ich mir gedacht hätte, dass es funktioniert. This could be a problem. Plump. Fliegende Komplex. Again. Ich glaube, das hatten wir. Wait for Transfer hatten wir nicht. Play Dead. Also 1 oder 3. Eins, Boost up. Oh, liegt einfach mal ein Stein drin. Weiter hoch oder nach links? Also 1 oder 2. Eigentlich sollten wir ihr helfen und die Leiter runterlassen. Thanks. And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Distract 1. Bio war rot, warum? Weil ich die schon hatte. Synchronized Takedown. Bounce Bros oder Tall Guy. Was machen wir? Ich fällt mit Tall Guy, fallen wir stumpf in den Speer oder sowas. Deswegen hier die Bio hatten wir wahrscheinlich schon. Bounce Bros. I kept facing the same deck. Soll wirklich so extravagant sein. Also 1, 2, 4. So viel zu Mario & Luigi RPG. Stimmt, das muss ich mir auch noch organisieren. Das habe ich geklaut bekommen, ich die Leerhülle noch hier. Den Pedo 4. Oh yeah,
that's not. I kept facing the same deck. Hey, buddy. Ich weiß nicht, wie größer sein hier helfen sollte. Eins oder zwei, ich denke mal, der Synchronized Takedown ist es, ne? Ich denke mal, hier tun wir ablenken und kriegen da den Speer ab oder sowas. Oh yeah, last night. Okay. What? Ja, geil. Oh yeah, last night. Okay. If we can get you up there, you could get in and open this door. Eurothrow, the Force, the Gravitator 2.0. 1, 2, 3. Newton 6. Gesetz. Benutze den Gravitätsknopf zum Resetten, um die Default-Einstellung zu benutzen. Okay. Dann The Force. Oder den Judo-Wurf. Kann sagen, choke to death. Ja, ist der geilste. Each one. Also, Grenade, Sniper Rifle, Taser oder Crossbow. Was suchen wir aus? Also, können zwei Nummern nehmen, weil ist ja each one. Hoppy will die zwei. Was noch? Vier. Okay, das habe ich nicht erwartet. I just grabbed these. Maybe they'll come in handy. I thought you press. Also, werfen, dran vorbeilaufen oder tun, als wenn man dazugehört. Drei. Hold the elevator. Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred from the 8th floor. Doped. Cafeteria. Nice try, inmates. Mur, mur, mur. What is this guy? A detective or something? Okay. Also, eins oder zwei. Is convict here. Get down on ground. More bitter. Back to your cell, inmate. Boing. Twack. Adrenaline. Make a face. The knee. What, you think that will upset me? Thanks, I guess. Danke, glaube ich. Okay, eins, zwei oder drei. Die drei. Well, if it isn't heavy,
There has not been an incident here in 50 years, and the day you show up, this happens. You are going to regret everything. Bong! Jo, Hoppi, hau rein! Convict Alleys! Oh, complete the mission. Okay, vorhin hatten wir Rentless Bounty Hunter und Presumed Dead, dann nehmen wir jetzt hier Government und Convicted Allies. Launch! You sure this is where he's gonna pick us up? Ah, there he is. You said you did some work with him in the past, or something? If you trust him, then so do I. Hey, Henry! Nice to see you again. Who's your friend? I'm Ellie. Well, nice to meet you. Any friend of Henry's is a friend of mine. So, I was able to swing by and pick you guys up, but, well, you remember the captain. Yeah, he had to sanction this pickup. In return, we're gonna need your assistance again. The top hats. Again. I hope that's alright. Well, it is the least we could do. He is helping us out. Good. Let me fill you in on the details when we get into the air. Alright, so what's left of the top hat clan is set up some sort of secret base out in the jungle. Seems like they're planning on launching some kind of space station into orbit. They'll be sitting pretty if they pull this off, so we gotta make sure that they don't do that. I talked to the general and he said he's pulling out all our main forces. He said that Henry and I made a good team last time, so he trusts that we can pull it off. Henry and I make a pretty good team too. Don't count me out. Then we're gonna make a great squad. The three of us will have no problems completing the mission. Ja, diese, das Kapitol da oben drauf. Where are we dropping, boys? Alles klar, 1, 2, 3, 4. Elytra. Drei. Was zur Hölle war das? Oh, the graceful landing. Okay. 1, 2, 4. Pilot Wings. Oh, das sagst du. Das hatte ich jetzt auch endlich in der Sammlung, ey. Ich habe auch lange danach gesucht für ordentlichen Zustand. Die 4. Jetpack. That was weirdly smooth. So, what's the plan? The rocket will be launching very soon. Please get on board immediately. I will not hesitate to leave you behind. Uh-oh. Sounds like they're about to take off. You guys should get over there right away. I'll be down to help as soon as I can. Minecraft! Donkey Kong! Oder Swap Character! Jetzt geht's bestimmt gleich so. Hier gibt es aber Physik. Bröckel oder sowas. Nice. Decay barrel, oder? Obwohl ich hier auch so an Donkey Kong denken könnte, wo geswitcht wird und dann fällt sie die Klippe runter oder so. Also 2 oder 3. Was darf sein? Swappen wir mal. Er ist auch Donkey Kong. Jawohl. Also, throw! Climb down and run! Oder doch das DK-Fass. 1.
Das war so klar. So lang, Henry. Also, climb down and run. Oder das Decay-Fass. Hey, that looks like fun, but, kind of on the clock here. Guys, hat Achievement gegeben. You guys are still running? I can just pick you up. Oh, you're staying committed to your choice. I can respect that. Nochmal 20 Minuten oder hast du es halb hoch geschafft? Jawohl! Cannon! Funny story, this cannon was actually built to fire humans. It's kind of weird. Hold on to your butts. Direct hit. Now quick, guys, you gotta stop that rocket. Okay, haben's überlebt. Got a little bit of a situation. Alles klar, Downgrader. Diversion oder Fusion. It's not even my final form. Den Downgrader. Klick, klick, ho. I guess the budget ran out. Also, Diversion oder Fusion. Die drei, Fusion. It's that Gmail, man. Yo. Who will challenge me? I'll take care of this. You think just because you fused, you're a match for me? Don't make me laugh. Enough waiting around. Okay, Dragon Ball ist nicht die Lösung. Normal dauert das 3 Stunden. Yo! What the hell? War das ja gerade Mario und Luigi? Situation sorted. We need to come up with a plan. Quick. Alles klar. 1, 2 oder 3. Henrys Plan, Ellies Plan oder Charles' Plan. Die 2, Ellies Plan. Alright guys, listen up. I got a plan. Henry and I will overload the engine room, causing an explosion. Charles, we'll need you to wait outside the auxiliary exhaust by the forward left booster. We'll only have about 20 seconds to get out before it blows. All right, I'll be ready. Now hurry. Where is he? All right, I'm in position. I don't see you guys, though. Mission failed. Forward left. Your left or mine.
Brumm. Alles klar, Henrys oder Charles Plan, eins oder drei. Die Lady hat versagt. Henry. Seems like Henry's got a plan. So, Yeah, that's a great idea. Alright, you guys do your thing, I'll be ready. What? Who's that? Did you set the autopilot? Alright then, let's bail. Messi Rotorblätter. Wo gibt's jetzt einen Atompilz am Horizont, wenn das Ding runterkommt? Where'd you end up sending the rocket anyway? That was a lot of fun. You know, feel free to call us if you got any more jobs to do together. Right, Henry? Triple threat, ending TT. Nice, ich find's mega, ey. Weil es da noch alles zu holen gibt. Nice. Gut, dann würde ich sagen, Mayo 64. Dann bedanke ich mich bei euch im Stream auf jeden Fall fürs Mitmachen. Ich sollte vielleicht auch da hinrücken, wo man euch in der Cam sieht. Und die auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne like und subscribe. Ist immer schön. Haut rein. Tschüss.